Willkommen zurück bei Stadtfilmabend und das letzte Mal haben wir dafür gesorgt, dass ein paar Bauaufträge tatsächlich mal begonnen werden. Dann haben wir festgestellt, scheiße, wir haben gar keinen Stahl, darum kümmern wir uns jetzt. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Dann könnte man vielleicht mal wenig Medizin, okay, könnte man vielleicht hier mal die Medizin, die wir hier anbauen, wie sagt man, ernten. Und möglicherweise bräuchten wir hier ein größeres Feld von. Also hier ist ja noch Platz, hier machen wir noch Medizin hin. So. Und hier. So. Achso, die machen jetzt alle den Fußboden glatt. Das ist das, was sie denken, was jetzt besonders wichtig ist. Okay. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, Nussi hat schon wieder ein Problemchen. Kalt, unansehnliche Umgebung, in der Hitze geschlafen. Kalt, in der Hitze geschlafen, unansehnliche Umgebung. Ja, hier muss es kalt sein. Hier ist die Kühlkammer, Lucy. Guck mal, Carsten und Nuno beschweren sie auch nicht, nur du. Nokoplant ist verrottet, weil es nicht abgeerntet war. Nussi! Ernte die Noko-Pflanzen. Warte mal, wenn Nussi nicht arbeiten will, was das Bauen angeht, dann soll er halt weiter gärtnern. Wir brauchen sowieso jemanden, bei dem das die höchste Priorität ist. Ah ja, toll. Ach, kaum habe ich ihn lassen von den Baupflichten, geht er und isst selber was. Und jetzt erntet er Kartoffeln, du sollst die Noko-Pflanzen ernten. Kriege ich da nicht hin. Okay. Okay. Das ist ja eigentlich, das ist innen, ne? Ja. So, jetzt ist Nussi das da draußen liegen für die Nashörner zum Fressen oder was? Ich glaube, ich werde nicht mehr.
Wann wird denn endlich der Fernseher gebaut? Wir haben immer noch kein Stahl, oder? Nee. Wir brauchen ein paar Bergbauer. So. Ja, siehst du, da ist unsere Kräuter, Heilgeschichte. Sehr gut. Ja. Okay. Okay, ich bin schon wieder, brauche schon wieder eine Behandlung. Okay. Für mein Asthma. Bench ist ein guter Bergbauer, sehe ich hier. Das ist sehr interessant. Ah, sieh an. Endlich geht's weiter. Arme Reisende. Drei verzweifelte Flüchtlinge nähern sich ihr Anführer Fitz. Ihr Anführer heißt Fitz? Sie seien wegen moralischer Meinungsverschiedenheiten aus ihrer Stadt verbannt worden. Fitz bittet dich um Erlaubnis, über einen Zeitraum von 8 Tagen in Neuwaldwald zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bieten sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, könnten einige von ihnen gewillt sein, deiner Kolonie beizutreten. Vielleicht belohnen sie dich später auch dafür, dass du ihnen geholfen hast. Aber ihre wahren Absichten sind nicht bekannt. Diese Flüchtlinge gehören keiner Fraktion an. Wenn du möchtest, kannst du sie töten, gefangen nehmen, verkaufen oder ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen. Mögliche zu mir. Nehmen wir das mal an, ne? Also, klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Deal bisher. So. Mal gucken, was ist denn Fitz für einer? Fitz-Reisender, männlich, Alter 17, in Obhut von Feder 404. Er ist ein Bekannter von Kerstin. Interessant. Und ein Rivale von Raisa Meier. Okay. Die
kenne alle Kerstin, sind alles bekannt. Nee. Nee. Die beiden sind Bekannte von Kerstin. Von Schläger, männlich 21. Ausgerüstet, Messer aus Stahl, okay. Messer aus Stahl und die hat Messer aus Stahl. Reite Trockenfutter zu, okay, Bio. Nervige Stimme und Abstinenzler. Okay, erwachsen Geringverdienerin und als Kind Wrackforscherin. Okay. Von Weims. Vonriel ist sein Vorname. Okay, darum von. Vonriel von Weims. Junger Obdachloser und dann als erwachsener angeheuerte Schläger. Kann Nahkampf. Okay. Und Fitz selber ist Karawanenreisender. Psychisch abgestumpft, zu klug und sorgfältiger Schütze. Chad Fitzgerald. Fitzgerald. So, was lassen wir Fitz mal machen? Der kann sich vielleicht um die Tiere kümmern. Weißt du was? Die beiden drei Leute können mal tragen und Sachen sauber machen. Und ansonsten auch nicht so viel. Weil wir haben hier gerade ein eingespieltes Team für alles andere. Warte, was sie vielleicht noch machen können, ist hier Handwerk, wenn sonst nichts los ist. Meinetwegen schneidern. So. So, also hier haben wir. Brauchen wir, glaube ich, noch Betten, ne? Kein Holz. Bett aus Kalkstein. Bett aus Schiefer. Da bauen wir eine Kommode aus Marmor hin. Nachttisch aus Sandstein. So. Blumentopf aus Kalkstein. So. Kalt und dann sehe ich die Umgebung, beschädigte Kleidung, ja. Oh, Kerstin baut diesmal den Fernseher. Weil Carsten damit nicht vorankommt irgendwie. Okay. Jetzt haben wir unsere Fernsehecke. Aufenthaltsraum abscheulich. Okay. Oje, Von schläft im Kühlraum. Das ist natürlich auch nicht gut. Ist das Bett fertig? Ah ja, Bett ist fertig. Okay. Dann weisen wir das mal Von zu. Schläft auch im Kühlraum, super. Bauen wir das keine Kalksteinblöcke, okay. Das heißt, wir müssen ein Bett aus was anderem bauen, zum Beispiel Schiefer. Schlafzimmer in Ordnung ist gut. So, da bauen wir die Hilfsarbeiterin fertig. Und Fitz
Fitz hat sich hier das Doppelbett schon gekrallt. Okay. Dann brauche ich mich um die ja nicht kümmern. Erstmal wieder. Guti, also. Dieser Raum ist immer noch abscheulich. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen hier eine Tür. Und dann müssen wir hier den Boden glätten. Das wird ewig dauern, aber dafür haben wir dann einen schicken Aufenthaltsraum, der sehr hübsch ist. Oh nein, ein verrückter Affe zum Ort springen. Oh je. Oh mein Gott. Ein verrückter Affe. Ja, ja. Na komm, geh in die Fallen, Mensch. Komm hier rüber. Oh. Ah, siehste, haben wir jetzt verpasst, aber er ist reingelaufen. Wahrscheinlich nur, wenn man ihn nicht beobachtet. Immer noch abscheulich, mal gucken, ob wir. Ja, es ist nur noch nicht mehr im negativen Bereich abscheulich, sondern im positiven Bereich abscheulich. Sehr gut. Wichtig für derartige Räume. Aha. Er ist schon auf 11, sehr gut. 12, 15. Bench schaut fern, okay. Alpaka ist trächtig, okay. Lahme Ente, schwaches Immunsystem, Weichei. Nervige Stimme, Abstinenzler. Aber es ist keiner, der irgendwas Schlimmes hat. Also, bis auf nervige Stimme. Aber da müssen wir damit auskommen irgendwie. Ah, siehst du, der Aufenthaltsraum ist nur noch langweilig. Das ist ein klarer Fortschritt. Jetzt wird Nussi hier nicht mehr drin schlafen, weil er nicht abscheulich ist. Das ist ja sogar durchschnittlich. Okay. Könnt ihr bitte mal die Medikamente einsammeln? Das wäre ganz nett irgendwie. So, sehr gut. Die brauchen wir nämlich. So, was wir machen können, ist hier sind noch diese ganzen Ruinen. Das sind alles Steine, mit denen wir irgendwie unsere Mauern verstärken könnten. Also werden wir die mal alle abreißen. So, hier ist auch noch was. Sehr gut. Was ist das denn hier? Lange Stele aus Kalkstein. Ja, reiß mal alles ab. Das soll mir recht sein.
Hier ist auch noch ein Stück. Ist das sogar Stahl? Das ist sogar Stahl. Wow, großartig. Sammelt das Ambrosia ein, das ist wertvoll, ihr Leute, Mensch. Ach ja. Das ist das Einzige, was Kerstin hilft, wenn sie schlechte Laune hat. Okay. Was ist das hier? Auch eine Ruine. Fitz möchte beitreten. Fitz glaubt, dass er in Neuwaldwald ein glückliches Leben haben wird. Er möchte dauerhaft in deiner Kolonie beitreten. Sollen wir Fitz beitreten lassen? Ich würde ja gerne eine Abstimmung machen, aber das funktioniert ja zeitnah nicht. Na gut. Neuer Rekrut Fitz. So. Ah, Feuer! Also in diesem Spiel sehr merkwürdig, Essen ist hier nicht das Problem. Chinchilla ist trächtig, okay. Mal gucken, ob wir neue Wildtiere haben, die wir zähmen können. Schildkröten, Wasserschwein, Affe, Chinchilla-Ratte, also nichts Neues, neues Chinchilla hier. Und Normalfeuer hier unten. Aber das sollte sich von selbst löschen. Im Regen. Ah, das ist ein bisschen lästiger hier. Okay. Sag mal. Ist immer noch abscheulich der Raum hier, okay. Okay. Könnte hier noch eine Tür einbauen, ne? Nice.
Ja, da würde ich fast auch wieder sagen, jetzt, wo wir den das Unwetter über. Was ist das hier? Ist das auch. Das könnten wir auch noch mal abreißen. So. Ah, was ist mit Fitz los? Und dann sehe ich mich Umgebung kühl, in der Hitze geschaffen, beschädigte Kleidung. Okay. Naja, könnten wir wieder Schluss machen für heute. Und ich sagte mal Tschüss und drück die Glocke und den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar und subscribt. Muss man jedes Mal dazu sagen, das ist vertraglich verlangt von YouTube. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.